Hi alle da draußen. Es gibt ein kurzes Update. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das normalerweise so abläuft, wenn die Inverter so kurz davor sind, sich abzuschalten. Und zwar schaltet ja dieses Relais meinen Slave-Inverter, ja? Und das ist mittlerweile schon ausgeschaltet. Das heißt, der versorgt auch jetzt die Last nicht mehr. Also die Last geht nur noch hier rüber, aber der läuft noch weiter. Warum macht er das? Weil er das genau. Ich zeige euch das mal. In dieser Firma verhält er sich so, wie ich euch das jetzt zeige. Und zwar, ihr seht hier die Spannung. Es liegt noch PV-Spannung an, ja. Der MPPT, der versucht da noch zu regeln. Im höheren Bereich sieht man mehr Schwankungen. Dann geht er rauf und runter und rauf und runter, ja. Aber jetzt sind wir eigentlich schon so ziemlich am Ende. Also, der zieht nur noch ein paar Milliampere, wenn überhaupt. Und dann baut sich so langsam die Spannung ab. Und wenn diese Spannung hier bei 70 Volt angelangt ist oder drunter fällt, dann schaltet der sich auch komplett ab. Und das wird auch ziemlich zügig jetzt passieren. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen. Ich habe hier noch die zwei Strings. Die zwei Strings hier versorgen aktuell diesen Inverter. Und der regelt jetzt runter und dann ist er irgendwann mal bei 70 Volt und dann schaltet der sich komplett ab. Und ab dem Zeitpunkt läuft dann die ganze Nacht nur noch dieser eine Bursche hier und versorgt das Haus. Ja? Wir können das jetzt mal vielleicht noch mehr, ja, trotzdem lassen Sie mal ganz kurz den ausschalten, dann geht es ein bisschen schneller. Da sieht man, bricht die Spannung jetzt ein. Ja? Die spricht ein, bricht ein, bricht ein, bricht ein. Und er läuft weiter. Und erst wenn er so bei 70 Volt ist und wir kommen jetzt zu der 70 Volt Grenze. Jetzt fällt er auf Null ab. So, und jetzt wartet er noch mal kurz ein paar Sekunden. Es könnte ja sein, dass noch mal irgendwie Spannung kommt oder was. Die wird aber nicht mehr kommen, weil es jetzt schon dreiviertel fünf ist oder 16:50 Uhr und keine Sonne mehr scheint und auch kein Licht mehr kommt. Und dann schaltet er sich einfach ab und damit wären wir in unser Nachtlauf. So, und jetzt genau ist es passiert. So, und damit erstmal ciao.